Ironie. Qualitätsware, ne? Hier auch. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du die Ironie? Heute mit einem Stargast, Annette Frier! Das bin ich! Danke, sehr freundlich. Daumen hoch, abonnieren und kommentiert mal mit eurem lustigen Spitznamen. Wir werden aus den Kommentaren eine Gewinnerin ziehen oder einen Gewinner. Und die gewinnen dann ein... Die kriegen gar nichts. Die gewinnen ein Date, ein Essen mit Annette Frier und Billie Eilish. Ja, genau. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wir kriegen 100.000 Euro in 2-Euro-Stücken. War das jetzt ironisch gemeint oder nicht? Naja, das müsst ihr selber ausfinden. Wir werden heute Annette Frier mit Statements konfrontieren und sie wird auf jedes Statement mit geil antworten. Und wir müssen dann raten, meint sie das ernst? Oder meint sie das ironisch? Wir starten mit dem ersten Statement, was mein Bruder verlesen wird. Während eines harten Drehtags von der demotivierten Kabelhilfe mit einer nach Blaubeere, Minze, Sahne riechenden E-Zigarette vollgequalmt werden. Geil. Ja, E-Zigarette ist so ein Ding, da bin ich fast der neue heiße Scheiß. Ja. Du bist abgestürzt Annette, von der E-Zigarette? Fast. Annette ist natürlich eine Dame des Films, sie ist auf Drehsets. Ich sehe sie aber so. Und ich glaube nicht, dass sie das stört. Ich glaube, Annette geht auch in Kölschkneipen, wo es komplett verraucht ist. Ja. Obwohl es ist mittlerweile, glaube ich, illegal. Und sie stört das null. Deswegen würde ich sagen, sie findet es wirklich geil und es stört sie kein bisschen. Vor allem Blaubeere, Minze, Sahne ist auch schon etwas, ist ein schöner Geruch. Ja, das hast du doch in deinem Auto hängen, oder? In deinem genau, als kleines Bäumchen. Ja. Deswegen glaube ich auch, es wird sie nicht stören. Und auch die Kabelhilfe, auch wenn die noch so demotiviert ist. Ja, Annette ist ein sympathischer Mensch. Sie wird auch die Kabelhilfe mögen und respektieren. Ja. Und deswegen glaube ich, dieses geil war nicht ironisch gemeint, sondern ernst gemeint. Total ironisch gemeint. Seid ihr bescheuert? Magst du so keine E-Zigaretten? So eine demotivierte, übergriffige Kabelhilfe, die vor meiner Fresse mit einem... Was ist los? Und dann womöglich noch Erdbeer? Die Blaubeere, Minze, Sahne. Ah, dann ja, das ist geil. Nein, falsch. Magst du nicht vollgequalmt werden? Nee, ich mag aber manchmal jetzt selber qualmen. Ich habe das neulich mal Ich hab's gelesen. Dass du nicht nach dem Sex rauchst, sondern nach dem Essen. So. Habe ich gelesen. Das gelesen? Bei Tag 24. Bei Tag24.oe. Wie komme ich hier wieder raus? Ja. Aber rauchst du oder so? Rauchst du, ich habe neulich eben so eine E-Zigarette geraucht. Welcher Geschmack? Apfel. Doppelapfel. Lecker. Und wie fandest du es? Ich fand es irgendwie ganz witzig, ne? Der Rauch ist auch so fest. Dir wird nicht schlecht. Also mir wird normalerweise, wenn ich kann zwei Zigaretten super rauchen, dann wird mir schlecht ein Glück. Mhm. Ja, ich wünschte, das hätte mein Körper immer so gut eingerichtet. Bei aller Art von Drogen. Und das ging gut. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig albern, ne? Ja, ich finde es auch blöd. Dass das Licht angeht. Und ja, so weiter. Stimmt. Das ist so ein Effekt. Das ist alles ein rundum bescheuert Paket. Ja. Also insofern... Genau wie unser Programm. Ja! So, Runde Nummer 2. Die eigenen Kinder auf Klassenfahrt begleiten und darauf bestehen, von allen gesiezt zu werden. Geil. Gab es das damals bei uns auch, dass man das Eltern mit auf sich lassen kann? Ich glaube, Frau Müller war ja die Mutter von den Müller-Kindern und die war ja auch dabei. Und dadurch, dass du Müller sagst, weiß ich gar nicht, wie du meinst. Keine Ahnung. Das kann ich dir später ins Ohr erzählen. Aha, habe ich gehört. Okay, alles klar. Habe ich gehört. Ja, aber ich glaube schon, dass die Annette das genießt. Auch quasi gesiezt zu werden. Das natürlich auch und auch so ein bisschen zu blamieren, ein bisschen Schabernack zu treiben. Ich glaube, dass sie es sehr genießt. Ich würde auch sagen, dass sie das genießen würde, gesiezt zu werden. Ich finde, das hat auch so was Staatsfrauisches, gesiezt zu werden von den eigenen Kindern. Macht der Louis van Gaal. Hast du gerade zum ersten Mal in dieser Sendung freiwillig gegendert? Ein riesengroßer Applaus für Benjamin Kreuzer. Hat er gemacht, ne? Es geht doch! Staatsfrauisches ist doch richtig. Ja, du bist richtig. Ja, das, genau, das Ring. Und sagst du immer, richtig. Stimmt, das sind Gerüchte, die können mir den Kopf kosten. Also, es ist, sie meint es ernst. So. Ja, meine ich auch ernst. Ja, aber nicht meine, pass auf. Also nicht mit meinen eigenen, vielleicht lieber mit meinem Neffen oder sowas. Oh, das deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Das ist natürlich scheiße für meine Kinder. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, also siezen auf jeden Fall. Ich lasse mich doch nicht von irgendwelchen Teenagern duzen. Richtig. Und ich glaube, dass man die ganze Truppe nur auf einer Klassenfahrt wirklich gut kennenlernen kann. Ja.
Und da kann man sich quasi 13 Jahre oder 10 oder 9, je nachdem, wie lange das Kind in die Schule gehen möchte und darf, kann man sich ja Fragen sparen, wenn man einmal 3 Tage am Eiselmeer investiert. Ja. Und da kannst du auch gucken, mit wem deine Kinder abhängen. Genau, und warum der Franz so anstrengend ist. Ja. Und das selber mal gucken, ob das stimmt. Richtig. Ich finde das super. Also würde ich sofort machen. Wie warst du auf Klassenfahrten? Bist du auch zu den Jungs über den Gang gerannt nachts? Nie. Mit der Flasche Portwein? Nein, nie. Das würde ich mich nicht trauen. Nächste Frage. Vor einem wichtigen Brunch mit Ralf Richter in menschlichen Stuhl stapfen. Geil. Ralf Richter ist der deutsche Al Pacino, liebe Freunde, das weiß jeder. Auch schon in den letzten Jahren. Auch bekannt aus Filmen wie Bang, Boom, Bang, Was nicht passt, wird passend gemacht. Richtig. Und der einen Plattform, wo man Grußvideos fragen kann. Auch, aber auch auf anderen Plattformen. Auf anderen ist ganz wichtig für die Zuschauer, dass man den Ralf Richter nicht nur auf seiner eigenen Plattform per Gruß, sondern auch auf den Konkurrenzplattformen. Überall. Das hat uns alle sehr beeindruckt, zumindest. Das ist Annette Frie auch bald zu finden, haben wir schon gehört. Natürlich. Aber nicht auf allen Plattformen. Nee. Nur auf denen von Al Pacino. Also ein wichtiger Brunch mit Ralf Richter. Ich glaube, für Ralf Richter in der Situation ist jeder Brunch wichtig. Ja. Jetzt hört aber auf damit. Ja, jetzt würde ich auch. Es geht doch hier um mich und nicht um Ralf Richter. Ich wollte gerade sagen, das ist ja banal. Sag mal! Jetzt werden wir nicht mehr angefragt. Wer ist denn hier der Star? So. Menschlicher Stuhl ist natürlich etwas. Wie kommt das zustande? Das ist erstmal eine schöne Sache. Ja, und deiner perversen Fantasie, wie kann ich denn den menschlichen Stuhl stapfen? Wenn jemand, ein Mensch, in eine Ecke kackt. Okay, alles klar. Das, was ja an Karneval zum Beispiel zuhauf passiert. Da wird in die Ecken gekackt. Guck ich dich mal an. Da wird in die Ecken gekackt, davon weiß ich aber nichts. Das war ironisch. Das ist natürlich nicht geil, in den Menschenkot zu steigen. Den Brunch finden sie wahrscheinlich schon stark. Naja. Aber den menschlichen Stuhl, da würde ich mich selbst ekeln. Wenn du einfach mal in einen menschlichen Haufen trittst. Das war ironisch. Ja, Hammer's doch! Danke für den Applaus! Ja! Stille. Menschlicher Stuhl, das ist ja etwas. Das fasziniert mich und ekelt mich gleichzeitig an. Ganz kurz, Annette, wir haben es vorhin im Off schon angesprochen. Es ist für mich ein Mindblow, dass du damals auch eine Rolle bei meiner Lieblingsserie Hinter Gittern hattest. Und wir hatten letzte Woche Kontakt mit Kathi Karrenbauer. Ich soll dich nett grüßen? Ja, zurückgrüßen, bitte. Das ist ja wirklich... Dass ich das hier den Raum mit dir teilen darf, ist für mich unglaublich. Die gleiche Aerosole einatmen darf. Verstehe ich, dass ihr ein bisschen Schiss habt jetzt. Ja. Wir waren das Liebespaar bei Hintergitter. Ihr werdet euch sicher noch an meinen Namen erinnern. Verena. Vivi. Vivi Stöckenbrösch. Andraschek. Andraschek. Wegen mehrfachem Raubüberfall. Mehrfachen Raubüberfalls. Überfalls. Muss ich das mal machen. Das esse Sipperjoie. Ja. Ohne 4. Der eigenen Schwester eine tolle Rolle vor den Augen wegschnappen, obwohl sie dafür besser geeignet gewesen wäre. Kommst du bitte, Sabine? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich darf es euch sagen, bisher dachte man, die Fria Sisters sind die Caro und die Annette. Aber nein, seit heute haben wir eine neue Mische. Ja. Und das ist die Sabine Witz-Profi für alle Gelegenheiten. Vielen Dank, Sabine. Das war's auch schon. Möchtest du noch was sagen? Nein. So. Der würde ich niemals eine Rolle wegschnappen, der Sabine. Aber ihr meintet die Caro. Genau. Geil. Die Annette ist ein tierisch toller Mensch, das wird sie niemals geil. Sie ist aber auch ein Biest. Das war gut. Ich glaube, sie zeigt es dann schon so rum, ne? Ich hab's weggeschnappt. In dem Business musst du ausgeschlafen sein. Ausgeschlafen. Jetzt überleg mal, wir können uns ja mal in die Rolle hineinversetzen. Ich bekomme jetzt ein Angebot. Und würdest du mir das wegschnappen? Ja, klar, also. Natürlich. Na, ja, klar. Aber wir haben doch nicht euch gefragt. Ja, das stimmt, wir sind doch ein bisschen anders. Ihr habt die Schöne und das Biest gefragt. Ja. Oh. Es ist schwierig. Ernst? Aha. Nee, das kann ich nicht. Willst du nicht machen? Nein, kann ich nicht machen. Und zwar, weißt du warum? Ich habe der Caro zuletzt im Sommerurlaub vor die Füße geschissen. Nee, das war mit Ralf Richter. das war so, wir haben getanzt, wir hatten einen richtig guten Dancefloor und da habe ich wirklich was Gemeines gemacht, was mindestens so schlimm wäre wie das. Ja. Ich habe der Caro so einen Stuhl hingestellt, wir haben gedanced und haben ein bisschen performt und so und dann habe ich einen Stuhl genommen, habe den der so hingestellt und dann hatten wir so ein paar Zuschauer und die Caro so geht so zurück und dann weiß ich nicht, was für ein Biest es war. Dann habe ich der den Stuhl so weggezogen und dachte aber, sie kriegt's mit. Und da hat die sich so auf den Arsch gesetzt, die arme Caro. Und da habe ich mich 3 Tage für geschämt. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, das habe ich nicht gemacht. War sie denn sauer auf dich? Ja, die war sauer. Aber die musste ja so tun, als ob nicht. Ja, du musst ja ist die, schon okay. Du musst ja die Visage bewahren vor den Italienern.
Kommen wir zur letzten Runde. Das sonntägliche Schnitzlerweih. Gefräßig in der Mittagssonne einatmen und währenddessen Fanpost durch den Schredder schicken. Geil. Ich sagte es ja, sie ist ein Biest. Und sie würde auch Dinge durch den Schredder schicken. Ich wollte generell mal fragen, also wie viel Fanpost bekommt eine Annette Frier? Mindestens am Tag 20 Briefe. Okay. Ich lasse das alles unkommentiert. Ja, Das wollen die Spielregeln. Ja, gut. Und ich würde Annette auch das Schnitzel Hawaii Wie ist nochmal ein Schnitzel Hawaii mit Ananas? Schnitzel ist drauf, also so ein flacher Schnitzel, Flatschen. Darauf kommt so ein Dosen. Ist im Prinzip, das ist eine Doppelung, ne? Flacher Schnitzel, Flatschen. Ja, das ist hier das ist einmal dasselbe. Gerade! Mein der doppelte Gott. Boden! Ja. Und darauf aus so eine Dosen-Ananas drauf geklatscht. Ja. Und dann kommt da so ein Schablettenkäse drauf. So ein Formkäse drauf. Analogkäse. Ja. Und das schmilzt schön. Ah. Und das ist natürlich eine Kombination aus süß und salzig. Wenn du bei den Lieferdienst bestellst und der hat Pizza und Schnitzel Hawaii, ist immer ein sehr guter Lieferdienst. Ja. Und große Baguettes und vom Mexikaner. Und Thai, mexikanisch, Burritos. Ja. Mhm. Ich würde dir zutrauen, in der Mittagssonne sich schon hinzusetzen, sich so einen Schnitzel zu geben. Und auch mal sündigen, einfach mal Mensch sein. Fanpost muss ja nicht immer gut sein. Es gibt ja vielleicht auch schlechte Fanpost, wo man sich dann sagt, du, ich habe sie in ZDF gesehen, dafür zahle ich nicht genau. mehr. Genau. Ich fand sie super bei Dalli Dalli, habe ich neulich gekriegt. Oder das ich glaube, es wurde 1976 abgesetzt. Ich heirate eine Familie. Sowas. Dankesbriefe. Ja, sowas. Wir trauen es ihr zu, weil Fanpost kann auch negativ sein und das negative Dinge sollte man immer löschen und nicht lesen. Und ein Hawaii-Schnitzel, das passt. Schlecht. Also, ich hab gar keinen Schredder. Ich hab gar keinen Schredder. Aber in meiner Fantasie und ich auch Hawaii, diese süß. Du machst nicht die süße Salzkombination? Nee, ich bin nicht so richtig da. Nein, nur beim Camembert. Ja, das ist super, damit der Marmelade. Lecker, gib mir einen Camembert jetzt. Kennst du das? Vielleicht bist du das anders als ich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, man kann sich nicht satt essen an Camembert. Ja, geht mir genauso. Und ich denke immer so, sechs, das waren die, also ich teile mir die immer dann beim Trainingsprogramm. Und dein Spiegelbild. Und ich denke immer, das war's schon. Wenn ihr das geschrieben hättet, ein Camembert mit Preiselbeeren, hätte ich geil gesagt, hätte ich auch das sofort bestätigt. Und in meiner Fantasie würde ich das auch ganz gerne manchmal alles schreddern. Wie viel Fanpost kriegst du? Nicht. Unterschiedlich. Ich sammle das und dann mache ich kurz vor Weihnachten. Ich fange am 22. an. Mhm. Dann geht's los. Und dann wird es Geschenkpapier. Sitze ich darum. Dann wird es Geschenkpapier, die ganzen Briefe, dann wickelst du dann deine Armbanduhren ein und verschenkst etc. Oder du machst einen Adventskalender, 24 Türchen, kriegen deine Kinder 24 Mal Hassnachrichten von deinen Fans. Nee, und auch 24 Briefe von einer Person. Warum hast du immer noch nicht geantwortet? Was ist mit dir? Warum bist du so ein Arschloch? Hast du einen Fan, der dir seit Ewigkeiten schreibt? Der Nobby mit dem Silberblick, der auf jeder Firma steht? Hat irgendwann aufgehört. Ja? Ja, wir haben das aufgelöst. Das war Erkennst du die? Ironie. Mit Annette? Hier. Vielen Applaus. Freeze, heißt es. Annette Freeze. Annette, es hat es tierischen Spaß gemacht. Und mit Benny und Dennis, die kriegen auch mal einen Applaus. Ja, danke. Wir sind Kult. Ich möchte es in Feierabend. Was haben wir hier? Lesebrille auf. Von kurz gesagt, gibt es ein tolles Video. Und zwar, können wir den Klimawandel noch stoppen? Können wir? Ja. Und unten gibt es die letzte Folge. Bleibt sauer. Ich bin es. Nicht.